Neben den Zähnen können Gewebe der Mundhöhle erkranken. So ist die Mundhöhle oftmals von bakteriellen und viralen Erkrankungen betroffen. Neben der Mundschleimhaut ist auch die Zunge nicht vor Entzündungen gefeit. Ich begrüße jetzt im Prodentestudio Frau Prof. Dr. Andrea Maria Schmidt-Westhausen. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind Leiterin des Arbeitsbereiches Oralmedizin an der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie an der Charité in Berlin. Ja, kommen wir gleich zu den Fragen. Viele Patienten leiden zeitweilig unter lästigen, oft sehr schmerzhaften Bläschen im Mund, den sogenannten Aften. Kann man Aften vermeiden? Ja, Aften, die sogenannten chronisch rezidivierenden Aften, treten leider familiär gehäuft auf. Ungefähr die Hälfte sind genetisch bedingt. Jetzt kommt es manchmal vor, dass Patienten unter Eisen- oder Folsäuremangel leiden oder unter Vitamin-B12-Mangel. Und das sind 20%, bei denen man doch mal feststellen sollte, ob es nicht vielleicht daran liegen könnte. Es gibt auch Patienten, die haben die sogenannte Zöliakie, also Patienten, die haben, wissen das auch, da kommt es ungefähr in 5% vor. Mit Nahrungsmitteln hat es eigentlich nichts zu tun, jedenfalls konnte keine Korrelation festgestellt werden. Sind Aften ansteckend? Da man keine viralen, keine bakteriellen und auch keine Pilzinfektionen korrelieren konnte mit Aften, sind sie nicht ansteckend. Aber das sollte man auch den Patienten immer wieder dazu sagen, weil die meisten haben doch Bedenken, dass sie vielleicht ihre Kinder oder so anstecken. Sie sind nicht ansteckend. Es stellt sich die Frage, woran erkennt man denn eine Pilzinfektion in der Mundhöhle? Also Pilzinfektion der Mundhöhle, die merkt der Patient am ehesten daran, dass er ein Brennen, ein Mundbrennen hat, also das nicht nur die Zunge betrifft, sondern die gesamte Mundhöhle, meist am Anfang eine Rötung und ein brennendes Gefühl beim Schlucken, also richtige Schluckbeschwerden. Und was gibt es da für Behandlungsformen? Zunächst muss natürlich der Zahnarzt feststellen, ob es sich wirklich um eine Pilzinfektion handelt, denn es gibt viele Erkrankungen der Mundhöhle, die eben mit Brennen einhergehen. Das kann man als Patient nicht differenzieren. Man kann sie gut topisch behandeln, also das heißt mit Salben oder Suspensionen und auch verschiedenen Gelen. Da kommt es dann darauf an, was der Patient am liebsten lutscht oder aufträgt. Welche Rolle spielt denn der Speichel in der Mundhöhle? Ja, der Speichel spielt eine ganz große Rolle in der Mundhöhle. Der Speichel hat eine Pufferkapazität, der neutralisiert die Säuren und hat so eine Spülfunktion, das heißt Säuren und Zucker werden etwas verdünnt. Er hat aber auch eine Funktion der Remineralisation, das heißt Fluoride oder Bestandteile des Schmelzes, die in Lösung gehen, werden quasi durch den Speichel wieder aufgefüllt. Patienten, die zu wenig Speichel haben, haben meist ein erhöhtes Kariesrisiko. Kann man dagegen etwas machen? Kann man den Speichelfluss in der Mundhöhle erhöhen? Also der normale Mensch hat einen ganz normalen Speichelfluss. Es kommt manchmal durch medikamentöse Therapien dazu, dass der Speichelfluss reduziert ist. Und die Industrie hat sehr viele verschiedene Mittelchen, die den Speichel ersetzen sollen, Speichelersatzflüssigkeiten oder Materialien. Und das ist nicht immer so befriedigend für einen Patienten. Er müsste eigentlich ständig die Mundhöhle benetzen, um eben diese antibakterielle Wirkung oder die Antipilzwirkung zu haben in der Mundhöhle. Aber das ist sehr schwierig im Moment noch. Es ist noch kein Mittel gefunden, das das alles abdeckt. Aus der Praxis, hilft Kaugummi kauen für einen erhöhten Speichelfluss in der Mundhöhle? Ja, Kaugummi kauen, es kommt immer drauf an. Meist sind es alte Patienten, die unter zu wenig Speichel leiden und die mögen nun Kaugummi auch nicht so gerne. Aber da bieten sich doch eher Gele an und Sprays zum Beispiel auch. Stichwort Rauchen. Raucher haben viele bekannte Risiken. Eher unbekannt ist dabei die Tatsache, dass häufiger Nikotingenuss auch Auswirkungen auf die Mundschleimhaut hat. Stimmt doch, oder? So wie Sie die Frage gestellt haben, ist es nicht richtig. Nikotin, das ist wichtig zu wissen, also Nikotin hat keinen Einfluss auf Mundhöhlenkrebs. Nikotin ist ein Gefäßgift. Das hat andere, fügt anderen Organschaden zu, aber bei der Mundhöhle ist es der Tabakrauch. Im Tabakrauch sind 4500 verschiedene chemische Substanzen und 40 davon sind karzinogen. Das bedeutet, sie machen Mundhöhlenkrebs. Es korreliert mit der Anzahl der Zigaretten, die geraucht werden und der Jahre, die Zigaretten geraucht werden. Also das heißt, jeglicher Rauch in der Mundhöhle ist ein Risiko? Habe ich das so richtig verstanden? Genau. Also Zigarren, Pfeifen, ja, alles, was... so ist es. Zigarrenraucher, die rauchen meist nicht so viel wie Zigaretten.
Und Pfeiferaucher, die rauchen auch meist nicht so viel wie die Zigarettenraucher, so ständig hintereinander. Aber das Risiko ist vorhanden, auf jeden Fall. Wohin können denn diese Veränderungen der Schleimhäute im schlimmsten Fall führen? Jetzt bei Rauchern? Ja. Wenn der Patient Glück hat, dann befindet sich im Anfangsstadium der Veränderung ein weißer Fleck in der Mundhöhle, die sogenannte Leukoplakie. Das ist ein Vorstadium von Krebs. Wenn der Patient Glück hat, findet der Zahnarzt diese Veränderung. Für ihn selbst ist es schwer zu erkennen, weil es sich meist im verborgenen Stellen, wo man so selber nicht hinschauen kann, befindet. Aber es gibt leider auch Mundhöhlenkrebse, die aus ganz gesunder Schleimhaut entstehen. Und da kommt es darauf an, dass die im Frühstadium erkannt werden können. Frau Professor Schmidt-Westhausen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern.